Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute euch hier den MAZ 538 vorstellen. Hier handelt es sich um einen Mod-Video-Wunsch und es geht natürlich dann auch gleich los. So, jetzt sind wir hier im Shop angekommen. Hier unser MAZ 538 kostet, wow, 314.000 Euro. 45 km/h soll das schnell sein. Und 420 Liter Tankvolumen, 375 PS, entsprechend 276 kW und 470 Euro Unterhalt, wie du siehst. Also kannst du hier auch nicht optimieren. Schauen wir uns jetzt mal den mal genauer an. So texturmäßig finde ich, ist er so nicht schlecht gemacht. So ziemlich auf alt. Nur wenn man sich hier die Scheinwerfer anschaut, das ist nach meinem Geschmack nicht schön verarbeitet. Er ist so her sehr schön rostig. Sieht sehr irgendwie geil aus. Ja, hinten haben wir eine Kupplung und dann haben wir vorne noch eine Kupplung. Die werden wir dann auch gleich testen. Aber erstmal hören, was für ein Horn der hat. Ui. Eine Quietschehupe. Ich hätte mir gedacht, er hätte ein richtiges Horn dran. So, da schauen wir hier mal die Lichter. Vorne funktionieren. Hinten ist auch irgendwie schon rot da hinten drin. Wo kommt denn das jetzt daher? Okay, das ist irgendwie ein Radkasten. Irgendwo ist das drin. Okay. Ja, dann schauen wir mal mit. Numbit 6 hast du hier hinten einen Zusatzscheinwerfer, den kannst du aber leider nicht drehen. Dann haben wir hier Blinker. Und vorne auch. Dann machen wir nochmal das normale Licht. Ich glaube, ich habe das gefunden. Also es wäre normal hier hinten, also Ding, aber es leuchtet irgendwie. Ah, doch, die leuchten hier oben. Okay. Das haben sie ein bisschen komisch gemacht, den Leuchtkegel. Dann schauen wir uns den mal innen drin an. Oh, Ansicht so her nicht schlecht. Irgendwie das Glas da, wenn man es schaut, das flackert da ein bisschen drüber. Die Schalter scheint besser zu sein. Lenkrad, ja, funktioniert auch, aber ist halt nicht mittig auf die Achse gesetzt worden, wie man hier so sieht. Es dreht sich schon gerade, aber von der Optik her zu der Lenksäule passt da nicht. Armaturen leider keine vorhanden, nicht mal Tankuhr. So, starten wir mal. Dann sehen wir jetzt hier Reifen, Staub und Spuren macht er auch. Und hier mit dem Auspuff, das sieht ja nicht schlecht aus, aber ich hätte es mir irgendwie schwarzer vorgestellt. Wenn wir jetzt mal so. Deswegen sieht man ein bisschen, dass die Räder ein bisschen durchdrehen, so her. Weiß ja nicht, ob die Reifen jetzt so richtig rum aufgezogen sind, weil normal beim Traktor sind sie auch ein bisschen anders da drauf. So, dann fahren wir jetzt mal vorne mal ran. Habe hier einen schönen Tieflader extra rausgesucht. Also, mal schauen. Mal so ran. Nein, also vorne der Attacher funktioniert nicht, leider. Rückwärts fährt er 9 km/h. Dann machen wir jetzt mal gleich mal die Geschwindigkeit vorwärts dann testen. Mal schauen, ob es passt.
Also, wir haben jetzt hier 54 km/h. Na, fahren wir gleich wieder rein. Bremse, die Bremsen sind nicht gerade so gut. Also man sieht hier, Bremslicht geht auch. So, fahren wir rückwärts. Ja, rückwärts ist er wirklich sehr langsam. Liegt vielleicht am Getriebe in der Art Übersetzung, weil er ja fürs Gelände ist. Aber das werden wir ja nachher auch gleich mal feststellen. Jetzt nehmen wir erstmal hier uns einen Tieflader, um mal zu sehen, ob der funktioniert oder nicht. Upsi. So, jetzt haben wir den mal dran. Schalten wir das hier mal aus und dann sehen wir jetzt, also der funktioniert. Der Thatcher passt ganz gut. Leider sieht man nicht jetzt daher, ob der irgendwie eine Antriebswelle animiert ist, so her. Aber ich finde, so her macht er ja keinen schlechten Eindruck. So, dann fahren wir mal erstmal mit denen hier mal rum. Schauen uns das mal an. Wie der ja hier. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Tja. Dann sehen wir uns gleich im Gelände. So, jetzt sind wir hier im Gelände angekommen. Fahren wir mal durch den Schlamm, schauen uns mal, dass wir, wie das hier ausschaut und wie wir hier durch unseren Sumpf hier mal durchfahren, ob der hier irgendwie hängen bleibt oder so. Weil hier, das ist wirklich ein gefährliches Pflaster, wie man ja sieht. Und jetzt habe ich keinen Allradweg eingeschalten. Ja, wie man ja sieht, er arbeitet sich hier durch. Sieht aber echt hammermäßig aus, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr, wenn ihr so mal schaut hier. Er macht sich schon durch, also man muss schon den Drive Control, die Differentialsperren hinzuschalten. Fahren wir mal auf die andere Seite noch hier durch. Und schauen, was er hier. Wenn man sieht hier, es macht ja richtig Laune, da zu fahren. So, ja, es ist wirklich ein schlechter Mod, finde ich. Also nur ein paar Kleinigkeiten sind da, was da gemacht gehört. Und mit der Lenksäule, so ja, die Lok ist auch sauber, wie ich gesehen habe. Ja, das Horn ist auch nicht gerade so aufregend. Ja, deswegen würde ich mal sagen, ich gebe hier 3,5 Sterne dafür, weil wegen der zum Teil der Textur vorne bei den Scheinwerfer rundherum, weil das so verpixelt, klumpig wirkt. Und wegen der Lenksäule, ja, deshalb und das war's eigentlich so her. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.